Hi zusammen, hier ist der Mio. Herzlich willkommen in Karlsruhe. Aber obwohl wir in Karlsruhe sind, nicht ich werde heute das Video bestreiten, sondern er hier. Pavel hat mich heute besucht, weil die Arbeit muss ja weitergehen. Wir hatten Dreharbeiten für diverse Projekte. Ja, ja, komm her. Und bei der Gelegenheit haben wir gesagt, okay, schauen wir uns ein paar Sachen an, die Pavel nicht kennt. Und an dieser Stelle hier war ich vor, ach Gott, 20 Jahren, Open-Air-Kino. Aber jetzt ist sozusagen alles verwaist und jetzt kann man hier wunderschön fotografieren. Und ich habe mir gedacht, als, passt auf, eingefleischter Vegetarier, sollte ich unbedingt in die Gegend vom alten Schlachthof gehen. Weil hier ist sozusagen viel Kultur, Backsteingebäude, Industrie etc. und super für Fotos. Und heute machen wir es so, Pavel kriegt eine Challenge von mir. Normalerweise bin ich das Opfer, heute drehen wir es um. Wir haben in Pavels Rucksack gegriffen und da haben wir die Sony Alpha 7 R Mark IV drin gehabt mit einem Objektiv und es wird nicht das Objektiv gewechselt. Wir haben hier das 24-70 GM 2,8 Blende von Sony drauf. Sony, ne? Sony. Okay, und damit, also kein billiges, leichtes Geschütz, damit ist vielleicht nicht die ideale Brennweite für große Gebäude wie das Schloss Gottesau bzw. die Hochschule für Musik in Karlsruhe, aber genau damit muss er hier mir 5 Bilder liefern. Wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Also für mich komplett ungewöhnliche Sache. Micho gibt mir eine Challenge. Eigentlich bin ich der Böse bei uns im Kreativstudio. Ja? Aber jetzt wirklich, ich mache alles, damit Micho seine 5 Fotos bekommt. Und 24-70 ist das jetzt nicht gerade eine Architekturbrennweite, obwohl ich habe schon in anderen Videos erklärt, dass man mit jeder Brennweite auskommen kann, wenn man ein bisschen kreativ denkt. Zuerst aber die Kameraeinstellungen. Also wir haben jetzt einen sehr schönen Tag. Es ist ein bisschen bewölkt, aber es ist sehr angenehmes Licht und harte Schatten. Und ich fotografiere mit Blendenvorwahl. Blende nehme ich 7,1 oder 8. Belichtungskorrektur minus 1/3. Der Himmel ist so ein bisschen strukturiert. Das kommt mir sehr entgegen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was werden wir für Motive auswählen? Okay, das Schloss selbst gefällt mir. Das sieht ein bisschen aus wie Jagdschloss Binz oder Schweriner Schloss. Das haben wir schon mal in unserem Videotraining gezeigt. Kunstwerke aus den Urlaubsfotos 4 unterwegs in Deutschland. Und ja, also es gibt natürlich viele ähnliche Gebäude. Jetzt ist die Frage, also ich stehe hier unten, das Gebäude ist sehr hoch. Und wenn ich jetzt einfach so fotografiere mit 24 mm, ich kann es komplett vergessen. Deshalb muss ich jetzt ein bisschen kreativ nachdenken. Ich werde auf jeden Fall eine Aufnahme liefern, klassisch von unten nach oben, sehr symmetrisch. Wir gehen jetzt zu dem Gebäude und ich werde nach oben fotografieren und werde alles so arrangieren, dass das schick aussieht. Dabei behalte ich im Hinterkopf, dass ich den Himmel natürlich auch austauschen kann. Ja, es ist nicht verboten, mir hat das zwar nicht explizit erlaubt, aber auch nicht ausdrücklich verboten. Deshalb machen wir das jetzt. Jetzt stehe ich exakt in der Mitte vom Gebäude. Ja? Und ich arbeite natürlich mit meinem Klappdisplay, weil wenn ich jetzt durch den Sucher gucke, Brille, Kappe, alles, also es ist unbequem. Ja? Also ich achte jetzt ganz penibel auf Symmetrie und ich achte auf Drittelregel. Und ich achte darauf, dass der Himmel im ersten Stock, nicht der Himmel, sondern das Fenster im ersten Stock mit dabei ist. Das heißt, ich kann jetzt alles mitnehmen, was ich brauche und wenn ihr denkt, dass das Bild langweilig ist, ich kann das Bild sogar im Hochformat später machen. Ja? Also jetzt nicht, weil ich nicht genug Brennweite habe, aber wenn ich ein bisschen kreativ bin, dann ich werde den Himmel erweitern, den Himmel austauschen und das sieht super aus. Diejenigen, die jetzt sagen, das ist kein Foto mehr, können gerne aussteigen und ich mache jetzt weiter. Die zweite Perspektive von dem Schloss. Also ich muss nicht immer das Schloss komplett im Bild haben. Das ist doch normal, oder? Also wir können auch mit schönen Inserts, mit schönen Teilaufnahmen wirklich spielen. Ja? Und ich mache jetzt hier die Aufnahme mit ca. 35 mm im Hochformat. Wenn ich das jetzt so anschaue, dann nehme ich nur die zwei Türme. Ich achte darauf, dass stürzende Linien einigermaßen stimmen. Ja? Weil wenn jetzt die stürzenden Linien später komplett
geändert werden müssen. Es kann passieren, dass wir etwas zu viel verzerren, dass das Gebäude am Ende nicht so authentisch aussieht. Ja? Für Freunde der dokumentatorischen Fotografie übrigens ein super Tipp. 35 mm ist eine super, super tolle Brennweite, wenn wir Architektur ohne große Verzerrungen fotografieren. Ich habe das schon mal in einem Video gezeigt, 35 mm Stadtfotografie in Hannover, also Geisterstadt-Challenge, also wir sind jetzt gerade mit Challenges beschäftigt. Ja. Und das hier ist genau das, was ich brauche. Das sieht super aus. Diese zwei Türme, vordere oder mittlere Turm und hintere Turm, stelle ich exakt in die Mitte des Bildes. Also hier spielt Drittelregel auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle. Und ich freue mich, dass wir hier nicht so viele Menschen haben, nämlich gar keine. Also das heißt, das ist jetzt eine pure Architekturaufnahme. Ja, ich kann natürlich auch probieren mit 24 mm, aber das sieht gar nicht so sexy aus. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also hier 35 oder ein bisschen mehr ist auf jeden Fall eine schönere Perspektive, eine schönere Aufnahme und auf jeden Fall eine bessere Komposition. Also das ist jetzt wirklich absolut genial. Und ich freue mich über diese Aufnahmen. Jetzt komme ich endlich zu der Gelegenheit, mit 24 mm zu arbeiten. Wir haben hier so eine Bürgerstiftung Karlsruhe. Das ist so ein Schrank, gibt es auch in vielen anderen Städten, zum Beispiel in Hannover, neben der Marktkirche. Das ist ein Schrank voller Bücher, also die Leute können Bücher hier ausleihen, zurückbringen, eigene Bücher bringen, die sie nicht mehr brauchen. Und eigentlich ist das kein Motiv, was ich geplant habe, aber ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Weil dieses Schloss ist jetzt eine Bildungseinrichtung. Bildung bedeutet Bücher, also falls jemand nicht weiß, was Bücher sind so kleine Papierstapel, wo man Bilder angucken kann und diese Bilder darf man nicht skalieren. Also wenn Bilder in einem Buch abgedruckt sind, dann sind sie so, wie sie sind. Also nicht skalierbar. Gut, das ist ein Scherz. Und ich mache jetzt eine Aufnahme so, dass ich diesen Schrank einfach mitnehme und jetzt tatsächlich mit 24 mm arbeite. Ich bin jetzt ziemlich unten, also das heißt eine tiefe Perspektive. Und wenn ich jetzt so fotografiere, dann habe ich die Gelegenheit, das Ganze miteinander zu kombinieren. Ich kann jetzt natürlich auch ein kleines bisschen zurückgehen, ungefähr so. Muss jetzt aufpassen, dass ich nicht in Hundehäufchen trete, weil es gibt hier auch Hunde. Und so wie es aussieht, ich glaube, ich kann mit dieser Aufnahme ganz gut leben. Obwohl, es gefällt mir besser, wenn Schrank prominent im Bild ist, zum Beispiel so. Auf jeden Fall auch eine Perspektive, wo ich sage, okay, das passt zu, das ist Hochschule für Musik, ja, Micho? Ja, also das passt auf jeden Fall zu der Einrichtung und thematisch habe ich dieses Bild jetzt in Challenge, denke ich, gut abgeliefert. So, das ist jetzt quasi ein Feld vor dem Schloss und hier gibt es eine Einrichtung, das ist ein Brunnen. In der Vergangenheit wurden in diesem Brunnen lernunwillige Studenten ertränkt. Jetzt wurde der Brunnen zubetoniert, damit sie nicht rauskommen, aber das ist jetzt nur nebensächlich. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt von hier eine klassische, absolut symmetrische Aufnahme machen können. Und das mache ich jetzt. Ich arbeite hier mit 24 bis ca. 35 mm und ich werde den Brunnen auch als Gestaltungselement mitnehmen. Für Instagram-Freunde sieht das jetzt so aus. Wir können dieses Motiv im Hochformat und im Querformat nehmen. Also für Instagram, klar, nur Hochformat, dann ein bisschen beschnitten. Also wer jetzt wirklich ein Instagram-Influencer ist, dann muss hier natürlich im Brunnen noch ein Model hingesetzt werden. Ja? Am besten eine blonde Frau mit Hut von hinten fotografiert. Ja? Die haben wir jetzt leider nicht zur Verfügung, deshalb müssen wir ohne auskommen. Und ich mache jetzt Folgendes. Also erstmal für Instagram-Freunde, Hochformat, sieht super aus, aber es wurde nicht ganz symmetrisch gebaut. Also früher haben sie auch viel gepfuscht. Ja, also ich würde auf jeden Fall reklamieren, wenn ich jetzt Schlossbesitzer wäre. Das bin ich aber nicht, deshalb muss ich damit auskommen, was ich jetzt hier gerade sehe. Ja,
aber es geht einigermaßen. Außerdem gibt es inhaltsbasiert verschiedene Werkzeug. Das heißt, Brunnen können wir ein bisschen nach rechts, nach links, nach unten, nach oben verschieben. Das ist zwar kein Foto, aber sei es drum. Ja? Und im Hochformat mit dem dramatischen Himmel. Wenn ich das Bild jetzt bei Facebook oder bei Instagram poste, dann wird das heißen, gute Aufnahme, perfekt gesehen. Bullshit, ist überhaupt nicht perfekt gesehen, ich habe nur auf Symmetrie geachtet. Und deshalb mache ich jetzt eine weitere Aufnahme im Querformat für Instagram-Feinde oder für Facebook-Freunde. Und dann machen wir das Ganze genauso hübsch. Auch hier gilt Drittelregel, Linien gerade halten, auf Symmetrie achten und mehr ist das nicht. Also wenn er das auch genauso macht, dann könnte er auch ähnliche Fotos für Social Media machen und alle werden euch loben, sogar Oma. Ich habe hier komische Skulpturen entdeckt. Ich weiß nicht, was der Künstler sich dabei hat. Für mich sieht das aus wie so ein Bio-Unfall in einem Labor. Ja? Ich war einmal in St. Petersburg, da gibt es ein Museum Kunstkamera. Und in dieser Kunstkamera gibt es eingeweckte Präparate. Also zum Beispiel kleine Kinder mit 7 Köpfen und so weiter. Also definitiv war da Radioaktivität im Spiel. Hier genauso, ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber das macht nichts, weil ich kann das perfekt fotografieren. So richtig von unten, diesmal natürlich mit einer kurzen Brennweite. Klar, also mit langer Brennweite wird das nicht funktionieren. Ich kann natürlich in die andere Richtung mit langer Brennweite was machen. Ja, dann sieht das ein bisschen, ja, fast futuristisch aus, aber das ist Futurismus für Arme. Ja, also das hier ist eine Komposition, wo ich dieses Objekt zusammen mit dem Schloss fotografieren kann. Und das sieht sogar gut aus. Also ich arbeite hier mit verschiedenen horizontalen Verschiebungen, also mal nach rechts, mal nach links, und arbeite so, dass diese Skulptur größer ist als das Schloss im Hintergrund. Und so entsteht der Eindruck bei ca. 30 mm, dass ich tatsächlich mit sehr starkem Weitwinkel arbeite. Und das ist auch mein Ziel. Gut, hier kann ich für Instagram-Freude nicht viel machen, weil im Hochformat wird das wahrscheinlich nicht funktionieren und wir haben dann zu viel Himmel oder zu viel Boden, das wollen wir nicht, aber im Querformat funktioniert das alles ziemlich gut. Gut, ein paar kleine Anpassungen in Lightroom oder in Photoshop, dann werden wir gerade Linien bei dem Schloss erreichen und hier gerade, das geht sowieso nicht, ja? Deshalb, also es bleibt so, wie es ist. Jetzt ist das Wetter auch ein bisschen besser geworden, strukturierter Himmel, blauer Himmel, schöne Kontraste. Und schöne Kontraste kommen bei diesen Skulpturen mir auch sehr entgegen. Weil wenn ich jetzt ohne Kontraste fotografiere, dann ist das nur ein heller Fleck. Also hier würde ich Kontraste sogar ein bisschen verstärken, zum Beispiel in Photoshop, in Lightroom, sogar mit Nick-Filtern kann man da ein bisschen was machen, ja, mit Detailextraktor. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und ja, jetzt habe ich alle Bilder soweit fertig. Hat Pavel eine gute Figur gemacht und hat er gute Bilder abgeliefert? Also ich persönlich denke schon, wobei auf mein Urteil dürft ihr da nichts geben, weil ich bin befangen. Aber sei es drum. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was er fotografiert hat und wie er es fotografiert hat. Und wenn ihr mehr zum Thema Fotografieren, Motivauswahl, Motivgestaltung, Bildgestaltung etc., das Nachbearbeiten von Bildern lernen wollt, schaut bei uns im Shop vorbei. Da gibt es jede Menge und in regelmäßigen Abständen auch immer wieder neue Produkte. Aber egal, was ihr macht, Hauptsache ihr habt Spaß und gönnt euch einfach mal eine persönliche Challenge, weil das bringt den normalen Fotorhythmus ein bisschen durcheinander, macht Spaß und bietet auch ab und zu einige Überraschungen. Aber egal, was ihr macht, Hauptsache ihr habt Spaß dabei und wir sehen uns bei einem der nächsten Freitagsvideos allein, zu zweit oder wie auch immer wieder. Bis dahin. Trinkt drüber nach und macht das Beste draus. Bleibt gesund. Und macht's gut. Oma grüßen. Oma grüßen, genau. Grüßen. Ciao. Ciao.